Herzlich willkommen zu den Hoffnungsbotschaften aus der Martinskirche. Frühling ist geworden. Man kann es sehen, wenn man aus dem Fenster schaut. Die Bäume werden und sind schon leicht grün, ganz zart. Die Blumen auf der Wiese und in den Beeten blühen. Narzissen, Tulpen, sie zeigen sich in den schönsten Farben. Ja, die Natur erwacht, ganz stark und kräftig. Und die Sonnenstrahlen, die unsere Nasen kitzeln, werden mit jedem Tag stärker. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Dieses Gedicht, das ich schon als Grundschülerin auswendig gelernt habe, kommt mir in den Sinn. Vor meinem geistigen Auge sehe ich, wie der Frühling dieses blaue und strahlende Band zum Flattern bringt. So ganz leicht und unbeschwert. Ich kann das bildlich sehen und spüren, wie in jedem Jahr, immer wieder aufs Neue. Alles so wie jedes Jahr, wenn der Frühling Einzug hält. Die Hoffnungsbotschaften aus der Martinskirche gibt es auch schon eine Weile lang, jeden Abend in der Woche, schon den ganzen Frühling über, seit es Corona gibt. Unser Leben so verändert und so ganz anders. Mit Abstandsgebot, mit veränderten Arbeitsformen, mit einer Portion Ungewissheit. Was werden die Politikerinnen bei ihrer nächsten Runde beschließen? Wie betrifft mich das dann persönlich? Wann komme ich raus aus dem Homeoffice, wieder in meine Firma? Wann kann ich endlich wieder meine alt gewordenen Eltern besuchen? Oder vielleicht auch wird mein Betrieb das alles überhaupt überleben? Das sind die verständlichen und berechtigten Gedanken und Sorgen vieler Menschen in dieser Zeit. Und neben all dem die anderen Gedanken, die die Menschen auch haben. Ich habe plötzlich Zeit. Zeit für mich und meine Familie, Zeit zu Hause, die habe ich eigentlich nie. Für einige von uns ist das schwer auszuhalten. Diese plötzlich überhandnehmende Zeit, wir sind das in der Regel nicht gewöhnt. Und das, wonach wir uns so oft sehr gesehnt haben, plötzlich zu haben und nicht zurecht zu wissen, was man damit anfangen soll. Bei mir war es zunächst auch so, dass ich mich an den veränderten Rhythmus meines Lebens gewöhnen musste. Ich bin Pfarrerin in einem Altenheim hier in Kassel. Regelmäßig mache ich dort Besuche und feiere Gottesdienste mit den Bewohnerinnen. Ich kann dort Besuche machen, wann immer es nötig ist und wann immer ich Zeit habe. Eigentlich. Denn momentan geht fast gar nichts. Und das ist schade und bisweilen traurig. Keiner und keine dort darf Besuch bekommen. Nicht von den Angehörigen und nicht von der Pfarrerin. Isolation zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner und auch der Mitarbeitenden. Das ist eine schwer auszuhaltende Situation. Allerdings, und Gott sei Dank, auch dort im Pflegeheim und ich weiß in so vielen anderen Einrichtungen auch, werden viele neue kreative Dinge entdeckt. Skypen mit den Angehörigen, wenn die Mitarbeitenden helfen natürlich. Kontakt über Fenster und Balkon. Und das eigentlich in den Hintergrund getretene Briefeschreiben erlebt Hochkonjunktur. Das Telefon ist zu einem wichtigen und großartigen Medium geworden. Das Leben im Pflegeheim selbst, es ist irgendwie still geworden und dennoch ist es da, so ganz anders. Als ich neulich eine der Bewohnerinnen anrief, sagte sie mir dass sie ihr Leben momentan natürlich auch gerne anders hätte, dass sie aber doch in aller Ungewissheit ganz viel Gewissheit hätte. Gewissheit im Gebet, das ihr niemand nehmen kann. Und Gewissheit im Glauben daran, dass Gott da ist, dass er sich nicht einsperren lässt und vor der Tür des Pflegeheims wieder umkehren müsse. Gewissheit darüber, dass Gott eben auch für die vielen anderen Menschen da sei, im Heim und außerhalb der Grenzen des Heims. Mich hat das sehr berührt und war auch für mich selbst Trost und Hoffnungsbotschaft zugleich. Der Frühling sei da, so wie immer. Kein Unterschied zu all den vielen anderen Frühlingen, die die Bewohnerin ihr Leben lang bereits erlebt hatte. Das Erblühen der Natur, mit allen Sinnen spürbar. Das gibt Sicherheit und Gewissheit. Das kommt von Gott, sagte sie mir. Gott schenkt uns dieses wunderbare Naturspiel, so wie jedes Jahr und gibt damit Sicherheit. Im Wiederkehren der Jahreszeit. Im Wiederkehren der Jahreszeit, in die sich nun Corona mit allen Bedingungen und Nebenwirkungen eingenistet hat. Daneben dann zu sehen, dass es trotzdem Frühling geworden ist, dass draußen alles so ist wie jedes Jahr, das kann helfen, gerade dann, wenn die alten Menschen eben nicht rausgehen dürfen. Das alles ist für die Bewohner und Bewohnerinnen eines Pflegeheims zurzeit wirklich schwierig, denn für sie ist in diesem Jahr nichts so wie sonst. Aber die Natur lässt sich nicht aufhalten. Zeigt sich im gewohnten Bild, lässt sich nicht irritieren von Corona, lässt sich nicht einsperren, macht auch nicht vor irgendeiner Tür Halt. Gott sei Dank, Gott sei Dank, dass unser Schöpfer das erhält und uns allen weiterhin schenkt. Und auch wenn alles so anders ist, uns in Ungewissheit und mancher Sorge leben lässt, Gott ist da. Und zeigt uns weiterhin seine Gegenwart im Frühling und in so vielen anderen Dingen. Lassen Sie uns dafür unsere Sinne offen halten. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen bald kommen. Horch, von fern ein leiser Hafenton. Frühling, ja du bist's, dich hab ich vernommen.